Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute, ja, wie fange ich am besten an? Also es gibt da einen YouTuber, der heißt Concrafter. Luca, wer ihn nicht kennt, das ist der hier. Und der Luca, der hat so eine Sache, um die ich ihn wirklich, wirklich beneide. Seine über 3 Millionen Abonnenten! Nein, na doch. Die wahnsinnigen Klickzahlen! Nein, doch. Sein jugendliches, schlankes Aussehen! Nein, doch. Nee, Quatsch. Es gibt nur eine Sache, um die ich ihn so richtig beneide. Und das ist das da. Der Kerl hat seine eigene Pizza auf dem Markt. Und das ist schon die zweite. Letztes Jahr kam, glaube ich, eine Margarita. Und dieses Jahr eine Prosciutto. Prosciutto. Eine Schinkenpizza. Und das Besondere daran ist, die ist schwarz. Die hat schwarzen Teig. In Italien übrigens Pizza Nera genannt. Ja? In Italien gerade mega Trend. Ja, und so auch hier eine Pizza mit schwarzen Teig aus Aktivkohle, Pflanzenkohle. Und wenn ich schon keine eigene Pizza auf dem Markt habe, dann machen wir zumindest die Concrafter Luca Pizza 2.0 Pizza nach. Und das Ganze da hinten, da unten bei mir in der Pizzastube. Für unsere Concrafter Prosciutto Pizza, ja, also Concrafter 2.0 Pizza, brauchen wir, wie immer, wenn wir Pizzateig machen, mein Blitzpizzateig. Mehl, griechischer Joghurt, Backpulver, Salz für die Prosciutto, die Schinkenpizza, halt einen schönen Hinterschinken. Wir brauchen hier Streumozzarella, wir brauchen für unsere schnelle Tomatensauce passierte Tomaten und eine italienische Gewürzmischung. Am besten natürlich meine Pizza Pasta. Ja, und was fehlt? Das Schwarze im Teig. Und wie kriegen wir das hin? Mit Kohletabletten aus der Apotheke. Ohne Scheiß. 30 Stück kosten irgendwie was zwischen 6 und 9 Euro, je nach Apotheke, je nach Anbieter. Und die kann man dafür nutzen. Sind eigentlich dafür da, um gegen Durchfall und akuten oralen Vergiftungen zu wirken. Sind aber bedenkenlos auch beim Essen zu nutzen, zumal wir ja keine 30 Stück davon futtern oder wie so eine normale Tagesdose beim Erwachsenen, so 16 Stück, sondern wir nutzen nachher 6 bis 8 Stück für den Teig. Und das auf 2 Pizzen verteilt. Also harmlos. Aber mach den Teig schwarz. Ganz schnell, auch wenn ihr es schon 10.000 Mal gesehen habt, die schnelle Tomatensoße. Passierte Tomaten in eine Kumme geben. An dieser Stelle spart euch den Witz. Was ist denn mit den Tomaten passiert? Da muss ich ja jedes Mal lesen. Beim ersten Mal war aber noch lustig. So, und Pizza Pasta. Rein damit. Verrühren. Fertig ist die schnelle, zugegebenermaßen Schmalspur Pizzasauce. Aber mega lecker, mega schnell, mega einfach. Genau so soll es sein. Das sind hier solche Kohletabletten und da hole ich mir jetzt mal 4 Stück raus, ja? Also 4 Stück, nicht für. 4 Stück. Hier ist ein Gefrierbeutel, so ein kleiner, und da kommen jetzt die 4 Tabletten rein. Und dann falte ich das hier einmal so rum. Und jetzt zertrümmere ich das einfach. Hau ruck! Laut. Klappt aber gut. Wir haben schwarzes Pulver. Ich gehe mal näher ran. Also richtig zerkleinertes schwarzes Pulver. Ein gutes Rezept von mir enthält mindestens immer eine Kumme. Und jetzt kommt unsere schwarze Aktivkohle, die wir uns gerade erschlagen haben, in die Kumme. Und das vermengen wir mit ein ganz bisschen Wasser. Und dann verrühren wir das Ganze mal zu einer schönen schwarzen Paste. Ja, das klappt ganz gut. Also, schwarze Paste. Passt. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch die Locken lässt.
meine Küchenmaschine, zumindest das, was ihr davon seht. Und da kommen jetzt, wie immer, für unseren Blitzpizzateig 200 Gramm griechischer Joghurt. 10% Fettstufe. So. Das hatte ich vorher abgewogen. Perfekt. Jetzt kommt gleich dazu unsere schwarze Paste. So viel davon, wie wir haben, rauskriegen und in die Schüssel rüber bewegen. Umso schwärzer wird der Teig. Das ist zumindest der Plan. So, ich löse den Rest mit noch ein ganz bisschen Wasser auf. So, jetzt kommt rein. Mehl, und zwar rein, nicht daneben. 250 Gramm. Eine ordentliche Prise Salz. Das reicht. Und eine Tüte Backpulver. Jo. Knethaken runter und Maschine an. So, das soll es gewesen sein. Mal ihr Deckelchen hoch. Was ist Deckel? Knethaken hoch. Und ja, das ist dunkler Teig. Bekloppt. Hier, der ist dunkel. Nicht tiefschwarz, eher so aschschwarz, aber ist ja auch Kohle. Knaller. Da ist er. Unser Teig. Dadurch, dass ich ja ein ganz bisschen mehr Wasser als sonst reingemacht habe, weil sonst kein Wasser dabei ist, klebt er ein ganz bisschen mehr. Aber dann muss man halt noch ein bisschen weiter kneten, so wie ich jetzt gerade. Und dann wird es auch was. Ansonsten müsst ihr halt ein bisschen Mehl wieder zupacken. Dann wird er aber weißer. Heller. Das wollen wir an dieser Stelle ja gar nicht. Ich knete mir noch mal gerade einen Wolf. So. Jetzt seht ihr, klebt da auch nichts mehr. Noch ein bisschen mit der Hand weitergeknetet. Ein ganz bisschen Mehl dazu gegeben, aber nicht wirklich viel. Jetzt rollen wir uns eine Pizza aus. Und zwar von der Hälfte des Teiges. Das reicht nämlich locker für zwei. Fürs Ausrollen. Fürs Ausrollen. So. Nehmen wir uns ein bisschen Mehl dazu. Dann haben wir hier schon einen Pizzaklumpen. Drücken wir uns jetzt erstmal schon in Richtung rund. Nur in Richtung. Wer mich kennt, weiß ja, aus mir wird niemals ein großer Pizza-Ausroller. Bis gleich. Ich roll mir mal einen Wolf hier. Wir nähern uns langsam einen runden Teich. Sensationell. Ja, und nach stundenlangem Grolle habe ich dann, zumindest in meiner Pizzaform, einen runden Pizzateig hinbekommen. Immerhin, weiter geht's. So, meine Pizza. Und da ich ja hier alles so schön in schwarz habe, seht ihr, naja, also, ich würde es schon als schwarz durchgehen lassen. Und jetzt bringen wir ein bisschen gegensätzliche Farbe auf die Pizza und machen hier uns ein bisschen Tomatensoße drauf. Ich lasse aber extra ein bisschen schwarzen Rand, damit wir nachher auch was sehen bei der Pizza davon. Weil sonst ist ja alles bedeckt. Das wäre ja langweilig. So. Also hier schön verteilen. Es gibt ja Leute, die ertränken ihre Pizza in dieser Pizzasoße. Ich bin da kein Typ von. Ich mag das nicht. So, tomatisch genug. Na gut, ich höre euch ja. Da vorne fehlt noch ein bisschen. Ja, gut, komm. Und hier. So, jetzt muss es aber wirklich reichen. Jetzt kommt da drauf Mozzarella-Käse. Und wie es sich für eine Pizza gehört, eben Mozzarella und der Käse unterm Belag. Drüber ist deutscher Kuchen. So. Komm, alles drauf da. Sehr schön. Und zum Schluss der Schinken. Prosciutto. 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 Ihr könnt mir ja sagen, wie es heißt. So. Ich leg den mal so drauf. Was soll's. Naja, fertig. Achtung, ich habe den Schinken nochmal umgelegt. Ich wollte noch ein fünftes Stück haben. Nicht, dass es nachher heißt, wenn ich die Pizza raushole, das ist eine andere Pizza.
Na, also, 180 Grad, Umluft. Ober- und Unterhitze geht aber auch so. Pizza rein und je nach Ofen 6 bis 8 Minuten. Schwupp. Und nach 6 Minuten. Ah, geil. Raus damit. Aus dem Ofen, auf den Teller. Geht sie runter? Oh ja. Geil. Ladies and Gentlemen, die Konkrafter Luca 2.0 Prosciutto Prosciutto Schinkenpizza mit schwarzem Teig aus Pflanzenasche. Pflanzenasche. Beziehungsweise in diesem Falle aus Kohletabletten aus der Apotheke. Ja, anschneiden. Bekloppt. Dann wollen wir mal anschneiden. Ich finde es immer noch herrlich bekloppt. Und wir sehen hier auch da durchgefärbter schwarzer Teig. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Eine schwarze Pizza. Es gibt doch kaum was Bescheuertes, aber irgendwie auch geil. Aber Optik ist das eine, jetzt muss sie ja noch schmecken. Also erstmal kann ich sagen, ja, so, also, das ist jetzt nicht hässlich. Mahlzeit. Und schmeckt wie eine Pizza. Also, kein bisschen Kohle oder so natürlich. Total bekloppt. Ihr müsst jetzt übrigens auch keine Sorgen um mich haben. Ne? Also, man kann diese Kohletabletten benutzen. Ja, das ist völlig ungefährlich. Wir futtern ja nicht die ganze Packung. Man kann das aber auch bei Amazon bestellen. Ich mache auch mal einen Link drunter für so ein Pulver. Ist auch ein bisschen günstiger. Man könnte jetzt aber auch genauso gut Lebensmittelfarbe nehmen. Ne? Also. Also, als Gag kann man das echt mal machen. Ich zeige euch das nochmal. Na, komm. Ne? Das kann man echt mal machen. Muss man aber nicht. Man muss es ja nicht nachmachen. Man kann es jetzt ja kaufen. Ne? Dann habt ihr eine schwarze Luca-Pizza zu Hause und könnt die dann essen. Oder ihr macht beides. Kauft euch das eine und macht dann eine nach. Oder andersrum. Egal. Tschüss, Marco vom ehrlichen Essen. Schwarze Pizza. Bekloppt. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.